So, was war noch meine Aufgabe? Ich glaube, einfach hier reinzukommen, ne? Ich weiß nur, dass bei Amazon um 13 Uhr was abgeht. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Shops auch der Fall ist. Da müsst ihr halt den Support fragen. Daher, ich kann euch da auch nur begrenzt Infos geben. TBH. So, das ist nah genug. Hier ist auch keiner, ne? Okay, sehr gut. Müller am Vormittag sehe ich da. Okay. Ich meine, ich krieg heute zwei PlayStation 5 Konsolen. Weil ich halt einfach sicher gehen muss, dass ich mindestens eine zum Release habe, Alter. Es kann nicht wieder so eine Aktion werden wie bei der Xbox, dass das alles erst irgendwie ewig viel später kommt. Es kann nicht sein, Alter. Das geht halt einfach nicht. Und, eine werde ich davon dann halt einfach zurückschicken. Ist halt davon abhängig, welche da zuerst dann ankommt. Sieht jemand was? Sucht alles ab, aber gründlich. Kannst du auch zu mir schicken. Für 850 Euro schicke ich die zu dir. Sofort. Gehe ich morgen, sobald ich die habe, schmeiße ich das Ding in die Paketbox und dann geht's los. Nice. Hieß es denn der Ankündigung 400 bis 500? Ja, aber wer desperate ist, darf gerne drauf zahlen. Daher, just saying und so. Ich meine, wer hier alle zwei Tage reinkommt und postet, dass er sich ein fucking Klavier für 2800 Euro gekauft hat, der kann doch 850 Euro für eine Konsole ausgeben. Halt, just saying und so. Und man prahlt halt nicht damit, wie viel Geld man hat. Ausgezeichnet. Hm, okay. Ja, das funktioniert. Sehen wir doch mal. Sehr gut. Komm doch abschau! Verdammter Mist! Los, Scheißdrecksteil! Oh, dann komm doch! Was? Komm! Oh. Peter! Du lieber Gott. Okay. Na, wenigstens sind die Chips deaktiviert. Mary hat sich in ihrem Büro unten eingeschlossen, aber der Hauptrechner kann den Aufzug wieder einschalten. Oh, und es sind Wachen unterwegs, also versuch nicht zu sterben. Oh, wunderbar. Los geht es. Meine PS5 kommt heute nicht, weil man noch den Status in der Vorbestellung. Oh, das Vorbereitung, das ist doof. Korrektur, bei Otto im Laufe des Tages. Einzige Uhrzeit, die fest ist, ist die 13 Uhr bei Amazon, wie Mu schon sagte, aber kaufbar ist sie definitiv bei Otto. Ich meine, die haben ja auch überall gesagt, heute ist die halt nirgendwo gedingst, aber du kannst sie halt einfach vorbestellen, relativ easy. Können wir sie einfach runterschubsen? Sag es! Es ist... Oh mein Gott, mega gut. Ein bisschen Lacrimosa, los geht's. Du musst lang genug
beim Hauptrechner bleiben, damit ich den Aufzug zu Marys Büro wieder in Gang setzen kann. Die blöden Chips sind kaputt. Ich bin im Büro. Rottet diese Schädlinge aus. Peter ist tot. Schafft eure nutzlosen Ärsche her und tötet diese Kakerlaken. Das Geschütz wird dich verbrennen. So. Wo sind denn alle? Kommt schon her! Macht euren scheiß Job! Ah, fuck it, Alter. Muss man in Sicherheit gehen. Ich stehe übelst hart darauf, dass man relativ schnell alles erledigt, aber dafür zu sterben lohnt sich leider auch nicht. Jetzt hat das Ding meine Spinne kaputt gemacht. Ich hoffe, ihr seid alle mega happy. Bro, wie kann das sein, Alter, dass du einfach durch die Falle läufst, ey? Oh, fuck. Oh, das kann nicht sein. Dude. So. Danke. Die Aufzüge laufen und du kommst jetzt in Marys Büro. Und Inspektor Lau meldet sich. Sie ist nicht gerade glücklich, fürchte ich. Datzak, was zum Teufel tut ihr da? Wir hatten eine Abmachung. Wir machen's auf meine Art. Darum haben wir doch die Beweise gesammelt. Ich habe die nötigen Papiere. Verhindern ihre Papiere, dass sie ihre Sklaven anbringt? Die Frau ist irre, Lau. Wir haben keine Zeit, das noch einmal zu diskutieren. Geh rein und hindere sie daran, etwas Schreckliches zu tun. Ich bin unterwegs. Ha! Warte mal, kann ich mein Spinnbot irgendwie upgraden? Ja, kann ich. Sick. So. Die Spinne jagt dich in die Luft. Die Spinne jagt dich in die Luft, ey! Ich meine, ja, immerhin, Hyrule Warriors sollte ja für alle genügend da sein, also von daher... Hä, wo düst denn hier noch so ein Dude rum, Alter? Ach, da hinten. So total obskur. Welcher Konsole werde ich mehr spielen? Xbox oder PlayStation? Definitiv mit der PlayStation. Die Xbox habe ich halt größtenteils, damit ich so Third-Party-Kram einfach sicher habe. Damit ich halt weiß, okay, wenn irgendwas auf der Xbox besser läuft als auf der PlayStation, dann kann ich es halt auf der Xbox spielen. Weil PlayStation hat einfach Exklusivtitel, das hat die Xbox nicht. Entsprechend ist die PlayStation schon mal ein bisschen weiter vorne. Na los! Ich brauche keine Mikrochips, um euch Arschlöchern die Organe rauszureißen! Oh! Datzak, nicht wahr?
Na, euer Timing ist gut. Die Cops kommen, um dich festzunehmen. Oh. Omi gegen Omi, los geht's. Alle stehen bleiben. Zurück von ihr. Mary Kelly. Sie sind verhaftet. Bitte schön, Inspektor. Ich vertraue auf die unendliche Gnade des Gerichts. Aber rechnen Sie lieber nicht zu lange mit mir. Ihr? Ich habe euch einen Sinn gegeben, als diese Stadt euch nicht mehr wollte. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Stopp! Ihr glaubt doch nicht, dass sie euch Abschaum ihren heiligen Gral überlässt. Wen beschützt du? Das System oder die Menschen? Versprich es. Versprich uns, dass sie nicht davonkommt. Was für eine Puppe! Los, ich kümmere mich darum. Justice fucking served. Ah. Shank that bitch. Oh mein Gott, großartig. Ich liebe das Spiel. Best Game of the Year einfach. Ich finde, es hätte dann so ein bisschen Omi-Fight gegeben, aber ist okay. Mary kann jetzt nicht mehr fliehen. Ich wollte das auf die korrekte Art machen, aber nach allem, was ich gesehen habe, konnte ich sie wohl nicht am Leben lassen. Sie hat es verdient, Lau. Und es ging nicht anders. Wegen all der Leben, die sie zerstört hat. Wegen Angel. Es war richtig so. Alle Leute, die sie gefoltert hat, sind jetzt gerecht. Meiner Meinung nach hat sie genau das bekommen, was sie verdient hat. Ich weiß nicht. Das war eine Form von Gerechtigkeit, aber nicht meine. Zumindest habe ich das so gesehen, als wir angefangen haben. Auch wenn die Königin tot ist, werden viele ihrer Clan-Kelly-Untertanen ihre Arbeit fortführen wollen. Da hast du recht, Bagley. Ich sperre die Ohren auf und wenn ich von weiteren Clan-Kelly-Tricks höre, erfahrt ihr es als Erste. Ihr seid gute Partner, Dedzek. Machen wir weiter so. Yikes! Im Februar kommt ein neues Bravely Default. Ich weiß nicht, ob ich das direkt zum Release spielen werde. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich die Demo gar nicht mal so geil fand. Und ich nicht weiß, ob mich das Spiel super unturnt. Daher, keine Ahnung. Ich werde es mir mal angucken. Hab von Hamish gehört, dass Nigel Cass plant, bei einer Pressekonferenz ein ganz fieses Projekt vorzustellen. Und warum sollte mir das gefallen? Albion plant doch immer irgendwas Hinterhältiges. Weil Hamish seinen Albion-Kontakt überzeugt hat, mit uns zu reden. Anscheinend war da einige Überzeugungsarbeit notwendig, weil Radu etwas exzentrisch ist und in letzter Zeit ist er wohl besonders nervös. Aber er hat Insider-Informationen, die wir brauchen können. Das Treffen ist beim Browning Post. Ich hätte nichts gegen was zu trinken, während wir überlegen, wie wir Nigel Cass ein blaues Auge verpassen. Meine Güte, was für ein Zirkus. Ich dachte, die Kellys wären nur drittklassige Gangster. Das sah nach einer richtigen Operation aus. Du suchst ein Terminal. Meine Güte, warum labern die so viel, Alter? Bald Game Awards, Final Fantasy VII Fans, rise up. Ich erwarte komplett, dass Animal Crossing gewinnt. Animal Crossing wird das fucking Game of the Year. Halt, watch it einfach. Das wird sowas von fucking passieren. Ey, Animal Crossing ist halt echt kein Game of the Year Material, aber das hat so einen Impact einfach hinterlassen. Mich würde es nicht wundern, wenn das einfach Game of the Year wird. Ich meine, ich bin bei dir, ich würde auch lieber Final Fantasy VII sehen, als alles andere auf dieser Liste. Aber Animal Crossing hat leider echt richtig krass große Chancen, da irgendwas zu reißen. Also ich hätte halt voll Bock drauf, dass Final Fantasy VII einfach übelst abräumt und Square dann sieht, vielleicht sollten wir unseren Hintern mal bewegen und mit dem Spiel irgendwas machen.
Wie wär's mit einem PS5-Patch, der die fucking Texturen einfach fixt? Was halt einfach richtig geil wäre. Imagine einfach Final Fantasy VII, das nicht aussieht wie Matsch. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich erwarte halt einfach, dass Animal Crossing übelst abräumen wird. Da wären wir. Also, wo ist unser Informant? Dann holen wir uns mal den Drink, würde ich sagen. Schädigen wir wieder unseren Frontallappen? Sei nicht so gemein, dösiger Roboter. Der Angriff fand statt, als Albion CEO Nigel Cass eine neue Sicherheitsinitiative... Dreh mal lauter, Mann! Das nun folgende Videomaterial könnte für manche unserer Zuschauer verstörend sein. Ohne ihre Bemühungen gäbe es diese Kontrollpunkte nicht. Vorsicht! 43C! Angriff über die rechte Seite! Gezieltes Feuer! Gezieltes Feuer! Du Lügner! Du verdammter Lügner! Du wirst uns alle umbringen! Die Behörden haben sich noch nicht zum Vorfall geäußert. Im Gegensatz. Das bin ich einfach. Ein Angriff auf mich und meine Männer ist eins. Wir können mit diesen Monstern umgehen. Aber ich werde keine Das ist krank. Opfer dulden. Diese Stadt verdient Frieden. Ich verspreche, London. Wenn wir so weitermachen, werden diese Angriffe nicht aufhören. Aber das passt halt einfach voll nicht, finde ich. Es macht ruiniert die ganze Atmosphäre leider. Verbrecher. Terroristen wie diese. Sie können gestoppt werden, bevor sie anfangen. Und genau das habe ich vor. Polizei und Politiker haben aufgehört, für euch zu kämpfen. Aber ich werde das nicht tun. Vielen Dank. Das ist so weird, weil ich halt nicht den Bösewicht sehe, sondern ich sehe die ganze Zeit Gronkh, wie er hinter dem Mikrofon steht und einfach acted. So richtig so sein Hart ausacted, Mann. Hey, auseinander! Bleibt zivilisiert! Das ist doch zum Kotzen! Unfassbar. Bist du die Albion-Kontaktperson? Sagt mir, dass ihr euch... Hey, du siehst aus wie jemand, der keinen Bock mehr auf die Sachen hat. Okay? Ich mach nichts Verbotenes. Beruhig dich, Schätzchen. Okay, okay, entschuldige. Oh mein Gott, sie heißt Pamela. Ich hatte den ganzen Tag Stress. Ich dachte, du gehörst auch dazu. Warum sagst du mir nicht, was das Problem ist? Dann finden wir eine Lösung. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Plötzlich kleben sie mir jedes Mal am Arsch, wenn ich durch einen Kontrollpunkt gehe. Ja, ist okay. Pamela wird später noch angeheuert. Halt, liebe Gronkh, und ich finde, er spricht das auch gar nicht so schlecht, aber halt, das ist super, wie heißt das denn, immersionsruinierend, so. Ich bin so voll im Spiel und plötzlich höre ich so Gronkhs Stimme und denke mir so, das kenne ich. Die wollen uns töten. Wir leben im Polizeistaat. Hier wurde Nigel Cass angegriffen, aber, Überraschung, seine persönliche Schlägertruppe hat das Gebiet schon gesäubert, um die Beweise zu beseitigen. Sehr verdächtig. Albion will alles unter den Teppich kehren. Wirkt nicht gerade unschuldig, oder? Kann sein. Wenn du nach Hinweisen suchst, könnte ich den Angriff in Augmented Reality rekonstruieren. Oh, du bist wirklich ein Spitzenroboter, Bagley, alter Knabe. In der Nähe gibt es ein CTOS-Datenrelais. Da wird es die Daten geben, die ich brauche. Bin schon dabei. Wir möchten Sie daran erinnern, dass wir auf unserer Website weitere Informationen... Dann versuch mal, die Spinne zu stören, Brudi. Es ist vollkommen in Ordnung. Praktisch. Verdammt nochmal! Wir müssen sie so schnell wie möglich finden. Das funktioniert wahrscheinlich nicht, ne? Drohne, Suchprotokoll initiieren. Nice. Warte. Haha, na bitte. Augen auf beim Eierkauf. Waffen bereit. Bevor er schreit. Es wurde jemand getroffen. Klick, die klick, 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 die klick. Los geht's. So. Das sollte reichen. Geh zurück zum Tatort, um dir die Rekonstruktion anzusehen. Ja, das ist halt auch mein Problem, dass ich einfach seine Stimme höre und einfach das Gesicht dann auch dazu habe und dann einfach daran denke, er ist nicht der Bösewicht, sondern er ist einfach Gronkh.
Das passt halt so voll komisch. Also, so, es ist voll seltsam einfach. So dunkelt hier irgendwo eine Drohne rum oder so, was natürlich richtig insane wäre. Wie aus dem Nichts. Sieht nach Profi-Terrorismus aus. Damit meine ich professionell und pro-Terrorismus. Okay, also unser Mann konnte sich eine professionelle Ausrüstung beschaffen. Schränkt unsere Suche nicht gerade ein. Ich sehe mich mal um. Ja. Verdammt! Zielperson ist entkommen! Eine Drohne wäre richtig gut. Imagine if und so. Ganz sicher? Der Suchbereich war nicht gerade klein. Ja, Sir. Der Bereich ist gesichert. Auf Ihren Befehl ziehen wir uns auf. Hier ist alles sauber. Wohin jetzt? Cool. Es funktioniert sogar. Ich bin erstaunt einfach. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Ich sehe. Los! Shit, gib deine Fahndung auf! Lackaffe! Scheiß drauf, ich hol meine Waffe! So. Wir müssen ja anscheinend eh alle ausschalten, damit wir irgendwie Ruhe haben. So. Ich durchsuche die Gesichtserkennungsdatenbanken. Da ist er, Radu Florin. Ein angesehener Albion-Mitarbeiter, bis er seinen Boss mit einem explodierenden Truck überfahren wollte. Radu? Oh, scheiße! Das ist der Typ, der mir bei Themis auf die Sprünge geholfen hat. Mein Kontakt bei Albion. Meine Güte, das war kein inszenierter Angriff. Jemand wollte den Mann wirklich umbringen. Was hat er herausgefunden, dass er verzweifelt genug war, um sowas zu machen? Na los, Bags. Schau mal, die Albion-Trucks haben Blackboxes am Fahrgestell. Sowie Flugzeuge. Ich kann die Blackbox orten. Dann sollten wir die aktuelle Position des Trucks erfahren. Könntest du auch das Nummernschild überprüfen, Bagley? Aber klar. Und ich überwache die Albion-Kommunikation und tue tausend andere Dinge, die du nicht würdigen wirst. Sieht nach verärgertem Mitarbeiter aus. Cass muss den Typen wirklich auf die Palme gebracht haben. Pisser gegen Pisser. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen, stimmt's? Sehen wir uns den Truck an. Yoshi, danke für deinen Sub. Mega, mega cool. Danke, danke, danke. Laut Albion-Funkverkehr haben sie den Truck zum Ort des Toan-Anschlags gebracht. Und was noch seltsamer ist, Radu Florins Leiche haben sie mitgenommen. Was? Warum zum Geier sollten sie ihn zum Ort des Toan-Anschlags bringen? Albion hat die Bergung am Tatort koordiniert, was jetzt eher nichtssagend ist. Das ist eine Müllhalde, oder? Für Probleme, die verschwinden sollen. Wenn wir den Truck finden, finden wir auch Radu. Allerdings. Guti, guti, gut. Wo muss ich dann hin? Das ist die große Frage. Doch ich hoffe, ich erfahre es geschwind.
Suche den Towen Anschlagspunkt Gedöns. Kann ich hier zufällig einfach irgendwie... Das sieht am besten aus, glaube ich. Oh mein Gott, ich krieg meine PS5 in circa 10 Stunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hab ich Bock drauf. Ich habe halt voll Lust drauf, so Vergleichsvideos einfach zu machen. Das ist so von Assassin's Creed und Watch Dogs und, keine Ahnung, Spider-Man. Irgendwie so total die geilen Vergleichssachen mache. Aber das macht einfach Dings schon. Wie heißen sie? Digital Foundry die ganze Zeit. Die machen das wahrscheinlich wesentlich besser als ich. Aber trotzdem, hätte ich irgendwie Bock drauf. Oh mein Gott, das Laub schwebt in der Luft. Damn, das ist scary. Wo habe ich eigentlich bestellt? Ich habe einmal bei Spielegrotte bestellt. Shoutout an die guten Dudes, wo ich seit Ewigkeiten kaufe, weil sie halt irgendwie relativ zuverlässig sind. Plus bei Amazon habe ich eine vorbestellt. Und die gingen beide halt heute raus. Und ich hoffe, eine von den beiden kommt an und die andere schicke ich dann wieder zurück. Ich bin am Ort des Toan-Anschlags. Bist du sicher, dass der Truck vom Finsbury-Anschlag hierher gebracht wurde? Ja, wir wissen aber noch nicht, warum sie ihn hierher gebracht haben. Ich sehe mich mal um. Scary. Komme ich darüber irgendwie? Geht doch. Oh Gott. Das war der traurigste Suizidversuch ever, so. Oh mein Gott. Vielleicht kommen wir doch noch da unten und können uns endlich diese abgetrennte Hand mal angucken, die seit Ewigkeiten mir Fragezeichen über dem Kopf beschert, so. Okay, ich muss da selber hin, ne?